Okaeri, wie der Japaner sagen würde, an meiner Stelle. Willkommen zurück bei Japanisch für Anfänger. Endlich geht's wieder weiter mit dem Mazda Cosmos Sport von Model Space De Agostini. Lange hat's gedauert, aber ihr seht's, der Onkel hat sich's wieder gemütlich gemacht. Die schöne Jahreszeit ist, glaube ich, endgültig vorbei. Das heißt, wir haben endlich wieder mehr Zeit zum Basteln. Wem das gefällt, eine dicke Kartoffel und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, wir sehen uns. So oder so ähnlich. Ich wollte lediglich am Anfang auf ein paar kleine japanische Eigenheiten wieder eingehen. Heute machen wir keinen Sprachkurs, sondern heute geht es darum, wie wir zum Beispiel uns verhalten, wenn wir in Japan sind. Der Japaner gibt zum Beispiel kein Trinkgeld, weder im Taxi noch nach dem Essen oder irgendwas. Das ist so, ja, das ist wie wenn du deiner Frau zu Weihnachten ein Bügeleisen schenkst. So interpretiert der Japaner das Trinkgeld. Also er meint dann eben, der denkt vielleicht, ich verdiene nicht genug und fühlt sich dadurch gleich auf den Schlips getreten. Also merke, Dankeschön, vielen lieben Dank, muss auch gar nicht auf Japanisch sein oder irgendwas oder mit dem Kopf nicken. Dann erkennt er das an, dass du es verstanden hast, wie er sich damit fühlt. Wieder was gelernt, oder? Ich werde vielleicht das eine oder andere noch ja, ein bisschen erweitern. Ansonsten, wer gleich zur Toilette muss, in Japan ist es so üblich. Das Toilette, wir hatten das ja schon mal einmal in einer der anderen Folgen, aber das ist unheimlich witzig bei denen. Da ist es üblich, im Haus zieht man sowieso die Schuhe aus, heißt an der Schwelle zur Eingangstür werden die Schuhe ausgezogen. Entweder gibt es Gästeschlappen, der eine oder andere kennt das, aus den ja, neue Bundesländer, ehemalige DDR. Ich weiß, ich find es doof. Also aus dem Osten Deutschlands, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Da ist es eben auch früher so üblich gewesen. Ob das heute noch so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht kann der ein oder andere da was dazu sagen. Wir haben ja da auch viele Zuschauer. Grüße gehen raus. Ich mag euch alle. Und also in Japan ist es eben ähnlich. Da werden auch vor der Haustüre die Schuhe ausgezogen. Und es gibt Gästeschlappen unter Umständen. Oder man läuft eben auf Socken. Also immer schön saubere Socken anziehen. Und auf der Toilette sind extra ja, Toilettenschlappen, die da liegen, die man sich dort anzieht und oder auch eben Gästeschlappen für die Gäste. Welchen größeren Sinn das hat, ich kann da nur spekulieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trägt man die dort und auch nur dort. Und wenn man dann fertig ist mit seinem Geschäft und wiederkommt, dann stellt man die auch am Eingang wieder so hin, dass der Nächste, der kommt, gleich rein und weiter kann. Vielleicht damit da nicht noch ein Unglück passiert. Man weiß es nicht. Ich finde solche Eigenarten finde ich auf jeden Fall total cool und interessant zu wissen. Ja, das Licht ist aber auch heute hart, ne? Ich hoffe, das ist ja, wir das ist ja das blendet förmliche. Naja, okay, alles klar. Also, wir machen weiter bei unserem Mazda Cosmo. Das habe ich hier auf die Seite verschlagen. Das war besonders schlau. Wir machen einen Schnitt. Geht schon wieder los. Mensch. Also, ich habe das hier alles nochmal sortiert. Auf die Teile im genaueren gehe ich dann ein, wenn wir dabei soweit sind. Wir haben ja bisher, habt ihr gesehen, die Räder haben wir ja fertig gemacht. Müssen das ja mal ein bisschen hier Lärmzielkontrolle machen, weil ist ja jetzt ja schon so lange her. Dann haben wir Rotormotor. Soweit fertig, was ja in den alten Folgen könnt ihr euch das ja angucken hier, wie geil das ist, dass man hier den Ein- und Auslass sieht. Das fand ich ja richtig klasse. Dann hatten wir ja ganz am Anfang im Paket 1 haben wir ja die Front soweit fertig gemacht mit der Stoßstange und der Lippe dazu. Und ja, die Aufhängung zusammen mit, ja, mit der sehr butterweich funktionierende Lenkung, welche hier in dieser tollen Schiene läuft, sodass das auch richtig hält und nicht so labberig ist wie bei manch anderen Modellen, inklusive der Bremsanlage. Das ist also der aktuelle Stand, wo wir uns aktuell befinden. Und das ist immer noch, ich glaube, es war Paket 3 müsste es gewesen sein. Ich habe jetzt hier schon bis 6 oder 7 habe ich hier liegen. Das heißt also, wir wollen jetzt mal zusehen, so mir nicht die Arbeit oder irgendwas anderes wieder Strich durch die Rechnung hämmert,
dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Heute geht es um das Getriebe und diverse Anbauteile am Motor, dass wir das vervollständigen und dass man mal ein bisschen sieht, in welche Richtung wir gehen. Ich habe schon mal, damit das Ganze ein bisschen flüssiger läuft, mir das vorher schon mal einmal angeguckt und dabei dieses Getriebeteil zusammengesteckt. Das sind einfach nur diese zwei Teile und unten drunter wird diese Ölwanne gesteckt. Das rastet richtig ein, das knallt und knackt, wie, ja, also das hört man richtig, also ein richtiges gewolltes Klicken ist das. Ich habe es versucht, das vorsichtig auseinanderzuziehen, habe aber Angst, das auseinanderzubrechen. Deswegen nehmt das einfach so hin, so sieht das aus. Das ist alles Plaste, Elaste, schade Schokolade, warum auch immer, weiß ich nicht. Und das kommt dann eben hier an diese Getriebeglocke dran, wird hier so drauf gesteckt. Andersrum oder von so rum, wie war das? Ne, hier ist die Dings. Ja, so. Was ich dazu aber noch sagen wollte, wir haben hier diese runden Löcher, hier diese eckigen Löcher, dann kriegt das ein bisschen Grip und hält. Und bevor ich das reinstecke, eine Besonderheit haben wir, und zwar in der Beschreibung, ich fand das ein bisschen verwirrend, da steht, warte mal, was stand dabei? Naja, Achtung, das richtige Teil ist dasjenige, das Ihnen mit zwei Löchern an der Stelle geliefert wurde, wie auf dem Foto gezeigt. Gut. In dem Karton befand sich ein extra Beutel mit noch einer solchen Getriebeglocke. Und es geht auf dem Foto, zeigen die, wo sind sie? Hier oben sind zwei kleine Löcher, wo irgendwas befestigt werden soll. Hier sind diese Löcher, wobei das eine nicht ganz durchgebohrt war, das habe ich eben selber gemacht. Und diese Getriebeglocke hat hier auch zwei Löcher, von denen eins nicht richtig durchgebohrt ist. Hätte man auch selber machen können. Ne? Aber wir in Japan lachen nicht über die Fehler anderer, ganz im Gegenteil, sondern wir machen uns selber klein aus Höflichkeit. Das heißt, der Japaner würde sagen, mir wäre das ganz ähnlich passiert. Ich habe da Verständnis für. So ist das. So, guck mal, das wird hier auch einfach nur so drauf gesteckt. Und dann kommt eben, wie gesagt, die Platte da unten drunter. Das knallt ebenso, das rastet richtig böse ein. Das möchte man nicht wieder rausziehen. So, jetzt, das muss ich mir jetzt selber erst einmal durchgucken. Und zwar sind wir jetzt gleich so weit, dass wir das Getriebe auf den Motor stecken. Aber wir hatten ja, wie gesagt, schon besprochen, dass wir hier diese richtige Funktion haben. Und ich lese euch das jetzt hier mal vor. Also es geht hier um das Loch des Schwungrades, wo wir gleich die Antriebswelle reinstecken, welche auch übrigens aus Metall ist, sinnigerweise. Setzen Sie vor dem Zusammenfügen des Getriebegehäuses die Antriebswelle, erhalten mit Bauphase, in das Schwungradloch ein. Wenn das Spiel zwischen den Wänden des Lochs und der Welle zu groß ist, können Sie die Dicke der Welle mit Klebeband erhöhen. Weiß ich natürlich nicht, was damit gemeint ist mit Spiel. Stecken Sie die Antriebswelle in das Loch und drehen Sie sie, um sicherzustellen, dass das Schwungrad funktioniert. Das Schwungrad ist ja das Äußere hier. Ja, das funktioniert ganz doll hervorragend. Sie können mehr Klebeband um die Welle wickeln, wenn Sie möchten. Okay, also geht es darum, dass es hier beweglich ist. Ja, es rutscht ein bisschen über. An manchen Stellen. Aber nur rechts rum, links rum geht's. Wenn man jetzt noch wüsste, wie rum der Motor läuft. Aber ich meine gesehen zu haben, das steckt man nachher noch weiter rein und das habe ich auch schon einmal ausprobiert. Wir können das ja so. Und jetzt läuft das hier wunderbar durch und in die andere Richtung ebenso. Also geht es hier wahrscheinlich nur darum, dass sichergestellt ist, dass genug Kontakt da ist und damit das nachher nicht im Leeren läuft. Wobei ich mich immer noch frage, was man hier nachher sehen soll, wenn ich die Räder denn mal drehen sollte an dem Modell. Wir werden es vielleicht erleben. Fakt ist, es funktioniert soweit. So. Dann verbinden Sie die Baugruppe, die Sie in den vorigen Schritten zusammengebaut haben, mit dem Rotationsmotor, wobei Sie die Teile wie gezeigt ausrichten. Das ist keine große Schwierigkeit. Das Einfachste ist hier oben diese Aussparung. Hier haben wir eine Nase. Hier haben wir diese Aussparung. Da ist das Loch für die Nase. Stecken wir hier drauf. Klick, klack. Habt ihr gehört? Ich mache es nochmal. Ja, das muss man sagen, ist bei diesem Bausatz, also zumindest bisher, wir sind jetzt, was habe ich gesagt, Bauphase 19 bis hierhin immerhin, also das fand ich wirklich gut, es war immer ziemlich eindeutig, also wenn irgendwo irgendwas geklickt oder geklackt hat, dann wusstest du, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So, jetzt sollen wir 1, 2, 3, 4 Schrauben befestigen, die habe ich hier auch schon mal vorbereitet.
Wusstet ihr eigentlich, während ich jetzt hier die Schrauben reindrehe, das habt ihr ja schon mal gesehen, wie sowas geht. Die meisten zumindest von uns haben das gesehen, die anderen können sich's denken. Eine habt ihr jetzt ja auch schon gesehen. Die anderen vier gehen ganz genauso. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn du in Japan eine Einladung zu einer Karaoke-Party bekommst, dass du die auf keinen Fall absagen kannst? Das ist wie, weiß ich nicht, wie wenn hier deine beste Freundin heiratet oder so, du sagst, oh nö, ich habe Kegelabend mit den Jungs oder so, das verzeiht ihr dir auch nie. So ist das da auch in Japan. Und auch wenn du nicht singen kannst, ist das überhaupt nicht schlimm. Und wer nicht mal den Text kann oder irgendwas, der kann einfach einen Zungenbrecher aufsagen. Die Japaner stehen auf sowas total. Und wenn du da Fisch aus Fritze, Fisch, frische Fische, 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 Fisch, 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 Fische, 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 dann bist du da der König. Ne? Fisch aus Fritze, Fisch, frische Fische, frische Fische, Fisch, Fisch aus Fritze. Jetzt, guck mal, ne? Siehst du. Das würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, tollkühn wie ich bin. Das gehört hier drin und zwar genau so rum. Auch nur gesteckt wieder. Okay. Kriegst es mir da Angst zu tun, ne? Aber jetzt, ne, war wieder so ein Knacken, aber das ist noch nicht richtig drin hier. Boah. Okay. Wenn du das natürlich versaubeutelst, ist es für immer kaputt, ne? Schon, boah, rohe Gewalt, ey. Drücken Sie, bis die Bauteile einrasten. Ja, aber es ist schon richtig so. Man sieht hier auch, das greift hier gleich ineinander, wenn es soweit ist. Wie auch nichts kaputt machen, ne? Aber ganz ran muss es ja. Erstens mal sieht es schäbig aus. Und zweitens, nachher passt das vielleicht überhaupt nicht da rein, nachher in den Motor oder was. Boah, das ist aber nicht schön. Das ist aber nicht schön, Freunde. So. Jatta! Hurra! Ist immer noch ein minimaler Spalt, aber gut, da kann ich jetzt mit leben, das ist okay. So wird das auch auf jeden Fall reinpassen, da bin ich mir sicher. Sehr schön. Das ist die Geschichte. Und dann haben wir jetzt noch einige Anbauteile und, wie Sie es hier nennen, Detailelemente. Abgaskrümmer, Ölleitung, Abdeckung, Anlasserhalterung. Dichtungskappe, diverse Bügel und. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar haben wir hier, Moment, was ist denn hier noch? Das ist doch nicht wahr, ey. Jetzt habe ich so. Das da mit Gewalt reingeprügelt und jetzt gehört da noch was zwischen, ey. Vogel wieder draufsetzen. Und dann haben wir es richtig gemacht. So möchte das. Sehr schön. Das sollen wir dann an einen sicheren Ort legen. Und da das Ganze natürlich wieder länger gedauert hat als befürchtet, weil der Onkel einfach wieder zu dusselig war, machen wir die anderen Teile dann doch in einer neuen Folge, sonst wird das Video zu lang und ich will euch ja hier nicht unnötig langweilen. Deswegen sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Seid auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Japanisch für Anfänger. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Start in dasselbige. Ganz wichtig, am Samstag schaut bei Partwork Modellbau rein. Da gibt es was zu feiern. Patrick und Tobi, denkt an die Überweisung, ne? Falls einer fragt. Nicht, dass es dazu Schwierigkeiten kommt. Ansonsten, ne?
Bleibt sauber, bleibt gesund. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Haut rein, mach's gut und tschüss.